Manchmal ist einfach, egal wie viel Platz man hat, immer zu wenig Platz. Dafür habe ich allerdings eine gute Lösung. Ich zeig's euch. Kommt mit! Wir von Mayo Comtech haben drei Haken im Angebot. Das ist einmal der runde Haken, der verschlossene Haken und der Haken, den man öffnen kann. Ich fange einfach auch mal bei dem an. Alle Haken haben die Führungsschiene mit 7 mm, die Kederleisten. In den Markisen haben alle eine 7 mm Führungsschiene, Kederschiene. Dafür sind die alle gemacht und können dann dementsprechend da eingeführt werden. Wie das geschieht, zeige ich euch gleich. Jetzt bleiben wir bei den Haken. Der zum Öffnen ist, wie gesagt, relativ simpel aufzumachen und zu verschließen wieder. Der geschlossene ist einfach nur mit diesem Loch, wo man einen Kleiderbügel einhängen kann oder eine Lampe oder was man sich da so vorstellen kann. Und der runde Haken, ja, ich denke, brauche ich nicht viel zu sagen. Ganz klar eine normale Hakenform. Auch hier könnte man allerdings, wie gesagt, das verschlossene Loch nehmen, wo nichts rausfallen kann oder runterfallen kann von, je nachdem, was man aufhängen möchte. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Wie das jetzt funktioniert und was man so einhängen kann, das zeige ich euch jetzt mal. Man nimmt sich dann die beliebige Anzahl der Haken, die man dann braucht oder möchte, schiebt die in die Seite der Markise in die Kederleiste ein, egal ob von links oder rechts. Das ist davon abhängig, wo man denn am besten gerade rankommt. Des Weiteren kann man den einzelnen Haken dann mit 8 kg insgesamt belasten. Das finde ich persönlich ist eine ganz schöne Menge für so einen Haken. Die 8 Kilo muss man erstmal schaffen auszureizen. Also da ist einiges möglich, was so Deko angeht oder wie gesagt natürlich Wäsche zum Trocknen oder was eben sonst eben so einfällt. Wenn die Tour dann weitergeht, muss man die Haken auch wieder rausnehmen, da sie durch Fahrtwind eventuell rausfliegen könnten beziehungsweise die Markise sich nicht richtig einfahren lässt. Und dazu schiebt man sie einfach ganz normal zur Seite wieder raus. Je nachdem, welches Set ihr bestellt, bekommt ihr dann die 4 oder 8 Haken in Verbindung oft mit einem oder mehreren Klettbändern. Je nachdem, wie gesagt, das ist abhängig von dem, welches Set ihr bestellt. Ja, also, wie ihr seht, unbegrenzte Möglichkeiten, ob Deko, ob irgendwelche Lampen, ob Kleiderbügel, ob ihr Handtücher zum Trocknen oder abgewaschene Grillroste, unzählige Möglichkeiten gibt es zum Aufhängen. Eine super tolle Erfindung von Mayo Comtech kann ich, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen Platz sparen möchte, gerade wenn man nicht nur alleine unterwegs ist, sondern vielleicht auch mit Kindern, wo vieles oftmals im Weg ist. Ganz großartige Lösung. Schaut euch die Produkte und auch unsere anderen natürlich bei www.mayocomtech.de an. Lasst uns ein Like da, wenn ihr die Idee und die Möglichkeit auch klasse findet und abonniert uns für die neuen Produkte, wo auch bald in naher Zukunft Videos zu kommen werden. Ich halte euch auf dem Laufenden, wünsche euch bis dahin alles Gute und habt euch wohl.